Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, wir sind jetzt zurück vom Markt, waren noch ein bisschen einkaufen beim Big C und so auch am Markt, was man so noch braucht, auch für den Kang und die Pet für ihren Laden, auch für uns, weil wir haben ja vor, morgen noch mal wieder Brot zu backen und da ein bisschen Braten in den Ofen und so, ne? Wenn das Wetter jetzt mitspielt. Heute bereiten wir erstmal alles vor und am Morgen fangen wir schon in der Früh an mit Feuer machen und Teig kneten und so. Ja, wir waren noch kurz auf dem Nachhauseweg bei Kang und Pat in der Suppenküche, haben da eine Suppe gegessen. Ja, Leute, was soll ich sagen? Es läuft sehr gut, mich freut es sehr und die Suppe ist auch sehr lecker und die sind beide zufrieden. Ja, was will man da mehr? Die haben jetzt auch, also die Pat hat gesagt, die möchte gerne früher anfangen. Also sind sie doch zur Einsicht gekommen. Also in der Früh, ganz früh anfangen, weil die Leute kommen schon vormittags und jeder möchte Suppe essen und die ist noch nicht fertig. Daher wollen die jetzt das Programm ändern und um 6 Uhr morgens schon loslegen. Und dann, wenn die Kinder aus der Schule kommen, so um 3 Uhr nachmittags, spätestens 4 Uhr, machen die dann den Laden dicht. Weil die haben jetzt herausgefunden, wie man am besten verkaufen kann und so. Es braucht alles seine Zeit, aber dann geht's halt. Also, ich bin zufrieden, wenn ich sehe, dass der Laden so läuft und die sind auch ganz happy und heute wollen sie dann auch ein bisschen früher Feierabend machen da. Der kann wie zur Pet nach Hause fahren da, nach Ban Quao, wo ihre Mutter und ihre Großmutter lebt. Und natürlich mit seinem Auto jetzt, der hat ja den Führerschein, ganz stolz, nicht? Und mit den Kindern und so. Und kommen dann jetzt morgen wieder zurück. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht in der Nacht fahren, er soll tagsüber fahren, weil nachts hat er noch keine Erfahrung. Gut, er muss es irgendwann lernen und ja, ein kleines Risiko ist immer dabei. Ich kann nur hoffen, dass alles gut geht. Er fährt schon vorsichtig und ja. Okay, Leute, und jetzt nochmal zu den Vorbereitungen fürs Brotbacken morgen. Ja, muss ich noch ein bisschen Holz machen und meine Frau hat gerade das Fleisch schon vorbereitet, habe ich gesehen. Das kommt dann in den Kühlschrank. Schluck Wasser und bleibt dann so bis morgen. Okay. Das Wetter ist schön, sonnig. Und jetzt schauen wir uns noch mal kurz das Fleisch an, was meine Frau vorbereitet hat. Die Kinder haben wir jetzt mitgenommen. Die bleiben jetzt bei uns, damit die Eltern in Ruhe arbeiten können. Die haben ja heute schulfrei, klar. Hey, wann mai, Akin. Im Handy beschäftigt, dann sind sie ruhig. So. Und das ist jetzt das Fleisch, was wir vorbereitet haben. So, also es ist ein bisschen Bauchspeck so ähnlich und das andere vom Schweinshaxe so in Scheiben. Ich mag das sehr gerne. So, und dann sind noch hier, haben wir vom Markt gekauft, diese Dragonfrucht. Die ist sehr lecker, jetzt ist wieder ihre Zeit. Also man sieht die ganz roten da, die schmecken mir besser. Und hier, das sind noch die weißen Wassermelone und so. Ja, Leute. Und das ist erstmal das Größte vorbereitet. Das ist meine Frau jetzt. Die tut dann alles in den Kühlschrank verstauen und bis morgen. Ich muss dann noch alles vorbereiten im Backofen und so. Und dann schauen wir mal, da muss das Wetter auch mitmachen. Sonst bei Regen macht es keinen Spaß. So. Ist jetzt auch gut, also das Holz war ja alles nass, das steht da draußen, das ein bisschen getrocknet ist jetzt. Dann werde ich irgendwann Nachmittag, also erstmal ein bisschen ausruhen und dann nachmittags werde ich das Holz schneiden und alles vorbereiten für den Backofen. Das hier sind die Thai Sherry, also thailändische Kirschen, aber das ist ja eigentlich, schmeckt eher ein bisschen nach Apfel. Aber sehr lecker, Leute. Meine Frau hat auch welche am Markt mitgenommen heute. Waren ganz schnell weg, ganz schnell verkauft. So. Sehen aber schon aus wie Kirschen, ne?
schmecken aber eher wie, also vom Geschmack her wie Apfel. So, da meine drei Dings da, was neben dem Pool waren, man sieht, ich habe gedacht, die sind vertrocknet, aber jetzt fangen die an zu blühen. Sogar dieser hier in der Mitte, wo ich mir ziemlich sicher war, also dass er hinüber ist, hat auch seine Blüten. Naja, ist ja Regenzeit, also sieht alles gut aus. Das Gras wächst, das ist der Teich immer noch, ja, wie man ihn kennt. Wenn der große Regen kommt, dann sieht es gleich anders aus. Ich habe jetzt Bilder gesehen von ein oder zwei Jahren, da war bedeutend mehr Wasser im Teich um diese Zeit. So, die Kühe habe ich rausgelassen, die kommen dann später auf die Weide. Ich lasse jetzt ein bisschen hier grasen. So, und dann dieser Platz hier, Leute, das sieht auch noch ein bisschen, ja, alles drunter und drüber. Bis auf hier hat ja der Kang aufgeräumt neben dem Tisch und hat das Gras gemäht und so. Hier muss man dann auch noch, ja, braucht alles seine Zeit. Und das hier ist der Backofen. Und ich habe das schon mal vorbereitet. Ich werde dann morgen nur noch anzünden. Und ich werde natürlich, muss noch Holz vorbereiten, damit er richtig eingeheizt wird. Mal schauen, da hinten ist ja jede Menge, nur das muss halt gehackt, geschnitten werden, wie auch immer. Aber Holz ist da. Holz haben wir jede Menge, Brennholz. So, ist der Kuhstall. Das ist jetzt in der Regenzeit, Leute, sammeln sich auch die Fliegen da und in der Trockenzeit ist ganz anders. Da trocknet der Dung praktisch, man kann alles gleich sauber machen. Ja. So, und hier, man sieht, ist nicht mehr gemäht, also es wird schon langsam ein kleiner Dschungel hier, wenn das so weiter. Aber ja. Und hier ist das Brennholz, hier werde ich dann irgendwann heute mit der Säge und mit dem Beil kommen und mir einfach nehmen, was ich so brauche. Ne? Also das Holz ist ja sehr trocken und ja, für den Backofen einmalig. Und wenn, ja, es braucht ja auch nicht so viel, bis der mal richtig eingeheizt ist und dann kann man auch schon den Braten rein und das Brot nebenbei machen. Ja, soll nur nicht regnen. Wenn es regnet morgen, dann ist ja, dann ist nichts mit Brot backen. So, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Das brennt ganz schön. Wind. Und hier haben wir noch mal zwei von diesen Bäumen, diese Thai Sherry sagen die hier. Die haben ja auch noch einen anderen Namen, habe ich auch gewusst, habe ich aber vergessen. Aber man sieht, sehen schon aus wie Kirschen, ne? Aber schmecken ein bisschen anders. Und hier tun dann die Vögel auch immer. Die Vögel fressen die natürlich auch gerne. Man sieht es, dann fallen die runter und so. Ja. Okay, Leute, also es wäre dann eigentlich alles vorbereitet, bis auf das Brennholz, was ich noch machen muss. Und morgen kann man dann schon in der Früh mal das Feuer entfachen, den Teich kneten und dann ist eigentlich nachmittags alles fertig. Natürlich auch heute schon anfangen können, aber das wäre wieder dann dunkel geworden, bis alles fertig ist. Und nee, warum soll man sich Stress machen? Morgen ist Sonntag, da haben wir eh nicht viel zu tun. Und deshalb machen wir das morgen. So.
Ja, und dann der Kang und sein Auto. Nicht? Der ist jetzt besonders happy. Hat ein Auto, hat Führerschein und fährt heute zu seiner Schwiegermutter da nach Hause. Nicht das erste Mal. Und ja, und die Pet auch ganz stolz, weil ihr Laden läuft. Und die macht ja eigentlich da die Hauptarbeit. Also die kocht die Suppe. Und ich muss schon sagen, Leute, also ich habe schon viele Suppen hier in Thailand gegessen, aber die Pet macht es richtig gut. Weil es kommt ja in erster Linie auf die Suppe selbst, also die Flüssigkeit nicht. Und dann die Zutaten auch. Aber die Flüssigkeit, die muss richtig lecker sein, sonst wird das nichts. Und die hat es irgendwie heraus, also ich mag das. Die ist wirklich gut, kann man nur sagen. Und deshalb kommen auch die Leute nicht, die Thais überhaupt, die wissen schon, was gut ist. Und wenn was gut ist, dann sind die dabei. Wenn es nicht so, dann heißt es halt Mearoi oder so ähnlich, sagen die dann. Und das war's dann auch. Also ja, wenn es nicht sehr lecker ist, kommen die nicht mehr. Und hier an diesem Straßenverkauf draußen auf dem Land kommt ja eigentlich, ja, verliert sich kaum ein Verrang hin, sage ich jetzt mal. Deshalb müssen die einigermaßen gut sein, aber auch günstig sein. Ne? Aber ist okay so, für 35 Baht so eine Suppe, da kann man wirklich nichts sagen. So, kurzer Blick in die Reisfelder. Ja, auch alles in Ordnung. Alles schön grün. Kurz Blick auf die Terrasse, Leute. Ja, das ist doch, wie ich schon sagte, hier da vorne kommt irgendwas für Schatten, entweder Sonnensegel oder dieser Pavillon, irgendwas kommt da. Und dann kann man hier gemütlich auch sitzen im Schatten. Ist ständig ein schöner Luftzug, ein guter Luftzug. Und die Aussicht ist einmalig sowieso. Ne? Ist jetzt ein bisschen trüb, aber man sieht es rundherum Reisfelder. Ja. Okay. Sieht man nochmal unsere Felder von hier. Ja, alles schön grün. Nach diesem Regen jetzt sowieso, ne? Die zwei sind wieder am Kämpfen. Hey! Olive, Namchok. So, die Kleinen beschäftigt mit. Ja, mit was denn auch? Wenn die das Handy haben, dann ist Ruhe. Oder im schlimmsten Fall den Fernseher, nicht? Dann schauen die ihre Trickfilme und so. Okay, Leute. So, Leute, und das war's jetzt, ja. Man sieht, das meiste ist schon vorbereitet, wie ich schon sagte. Das kommt jetzt im Kühlschrank. Und ja, dann morgen geht's los. Und die Früchte werde ich gleich probieren. Die sehen so lecker aus. Ich habe schon lange keine mehr gegessen, aber jetzt ist wieder ihre Zeit. Die werden überall verkauft. Es gibt natürlich billigere und es gibt die teuren. Bei den billigen muss man immer aufpassen, dass die nicht zu sehr gesprüht sind oder so, auch vom Geschmack her. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man die teuren kauft, das kommt darauf an, von wo. Sie können auch teuer und auch nicht gut sein, das geht auch. Aber wir haben hier eine Nachbarin und wenn der ihre reif sind, kaufen wir immer von der. Die ist dann vielleicht 10, 20 Watt teurer, aber dafür die Qualität auch dementsprechend. Ne? So Leute, und dann, ja, also wie gesagt, ist jetzt das Fleisch. Ich werde dann noch, habe ich vor, diese thailändischen Auberginen, noch da in den Backofen rein und da so dieses so ein Dip, so einen Salat machen, den man aufs Brot schmieren kann. Werde ich euch morgen vielleicht zeigen, wenn ich Zeit habe. Auch sehr lecker. Und ja, ansonsten mal sehen, vielleicht noch ein paar Kartoffeln oder so, was ich noch... aber das ist jetzt schon mal, also das Brot backen und das Fleisch hier. Okay, also das war's dann auch schon wieder mal für heute. Euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.
Mhm.